Ja, hallo, liebe SCLA-Familie. Ich freue mich ganz arg, in irgendeiner Form wieder mit euch in Kontakt treten zu können. Möchte mich vorab bei Stefan Wölfle bedanken, der vielleicht mit ein paar Leuten zusammen, von dem her gilt der Dank dann auch fürs Team, die Idee hatte, so ein Format zu machen, dass man sich in irgendeiner Form austauschen kann, dass man mal wieder etwas vom SCLA liest und hört. Und von dem her bin ich jetzt mal gespannt, wie die Antworten der anderen Teilnehmer sind. Und hier sind jetzt einfach mal meine Antworten auf die 15 gestellten Fragen. Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich habe immer Fußball gespielt, den ganzen Tag, zum Leidwesen meiner Eltern auch in der Wohnung, das kennt man ja. Und deshalb, was wollte ich da immer machen als Kind? Ich wollte Fußballprofi werden. Ja, die Frage nach dem Horrorfach in der Schule ist eigentlich eng verknüpft mit meinem Beruf als Bankkaufmann. Mein Horrorfach war Mathematik. Die Antwort fällt mir relativ einfach. Sehr gerne treffen und ein Gespräch führen würde ich mit Angela Merkel, weil sie doch für die Verantwortung, die sie hat, für die Mühen, die sie hat, für den Arbeitsaufwand, den sie hat, sehr überschaubares Einkommen hat und oft angefeindet wird und kritisiert wird, das aber aus meiner Sicht mit einer sehr, sehr klugen Strategie angeht und uns da ganz gut tut. Ja, im Musikgeschmack bin ich da eigentlich immer noch in den End-80ern, Anfang 90ern. Da war und ist meine Band, die irische Popband U2. Und auch zum Leidwesen der Familie wird es immer mal wieder gerne und auch laut gehört. Kochen kann ich, ausnahmsweise gibt es da mal was, wo ich das von mir behaupte, ganz gut. Es gab bisher noch keine gerichtlichen Verfahren, nachdem ich für irgendjemand gekocht hatte. Und die meisten Gäste kommen immer wieder gerne. Ist eines der wenigen Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache und würde da auch mal ausnahmsweise sagen, dass ich das ganz gut kann. Europameister 21, gute Frage. Würde ich das heute schon wissen, wären wir auch mit dem SCLA wahrscheinlich ein oder zwei Schritte weiter. Ich glaube, in der aktuellen Situation die Spanier sehr weit vorne zu sehen, weil sie A, ganz viele erfahrene Spieler haben, die man kennt, aber eine ganze Reihe ganz, ganz junger, hochtalentierter Spieler dahinter haben, die auch in dem Spiel gegen Deutschland gezeigt haben, wozu sie fähig sind. Also mein Tipp geht da schon in Richtung Spanien. Ja, Lieblingsort in der Region. Da muss ich ganz kurz überlegen, weil es die Region für mich nicht nur die Ortenau umfasst, sondern ich ja auch schon in Kirchzarten gewohnt habe, als ich hergezogen bin, in Kenzingen gewohnt habe, im Klottertal gewohnt habe. Und ich möchte es gar nicht direkt auf die Ortenau beziehen, sondern der gesamte Schwarzwald ist einfach eine ganz, ganz tolle Region zum Wohnen, zum Leben, oft gute Temperaturen. Also ich fühle mich hier sehr wohl und will das gar nicht auf einen Ort begrenzen. Reisetraumziel, da fällt mir natürlich spontan ein, das Saarland, das schönste Bundesland Deutschlands. Und wenn man über diese Grenze mal hinweggeht, wäre, und das war vor vielen, vielen Jahren mal geplant, vor allem ein Skiurlaub in Kanada, das wäre so eine ganz große Nummer. Fußball-Erlebnisse. Da hatte ich ganz, ganz viele, möchte es aber reduzieren, gar nicht mal auf ein Ereignis, sondern würde es ein Stück weiter unten anfangen, dass ich trotz meiner nicht vorhandenen Geschwindigkeit oft mitspielen durfte und auch noch ein paar Tore schießen durfte. Das war so in Summe mein größtes Erlebnis. Ja, Fernsehen oder Streamingdienste, da bin ich durchaus oldschool. Die Streamingdienste werden Einzug halten in unser Haus, allein schon wegen den Kindern und auch mit der wenigen Zeit, die vorhanden ist, durch den Beruf, durch die Familie, durch Fußball, ist es manchmal, glaube ich, schon sinnvoll, dann einen Streamingdienst zu haben, wo man ja zu einer Zeit, zu der man einfach kann, auch das eine oder andere anschauen kann. Politik interessiert mich sehr, natürlich
Zum einen aus beruflichen Gründen, da ist es ganz wichtig, die politischen Geschehnisse zu verfolgen, weil die natürlich auch Auswirkungen auf das Thema der Geldanlage haben. Ich habe große, große Hochachtung und Respekt vor den Politikern, wäre allerdings nie ein Job für mich, könnte ich nie ausführen, permanent vielleicht auch was anderes zu sagen, als man denkt. Entspannen kann ich in der Tat, aber nur im Urlaub. Von dem her ist die Entspannung auf ein paar Wochen im Jahr begrenzt, aber irgendwann kommt die Zeit nach dem Berufsleben. Da ist mehr Zeit für Urlaub und dann ist auch etwas mehr mit der Entspannung. Ja, was mir beim SCLA gefällt, deshalb kann ich von meiner Seite auch nur sagen, bin ich auch so lange jetzt schon da, ist das sehr angenehme, sehr menschliche Miteinander und dass man weiß, wo man herkommt, weiß, was man macht und vielleicht nicht gerade überzogene Vorstellungen hat, sondern schon den Blick für die Realität hat und da die richtigen Entscheidungen trifft und sehr, sehr viel Wert auf Jugendarbeit gelegt wird, auf eine Gemeinsamkeit, die gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig ist, dass man da die Solidarität miteinander hat, dass man viele schöne Momente miteinander hat, die nicht immer nur auf den sportlichen Erfolg begrenzt sind. Ja, die Corona-Pause, die nutze ich, um meinen Abnehmenplänen fürs Jahr 2021 eine Berechtigung zu geben. Sind wir alle mal gespannt, vor allem ich, inwiefern ich das umsetzen kann. Ja, ich glaube, da für die Wünsche fürs Jahr 2021, das eint viele Menschen, dass wir diese Pandemie, soweit es geht, in den Griff bekommen, vielleicht etwas kontrollieren können und dass der Weg zu einem etwas normaleren Leben, wie es vor März 2020 der Fall war, wieder möglich ist. Sprich soziale Kontakte, körperliche Kontakte, ohne zu überlegen, Dinge zu machen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und vor allem für die jungen Menschen, 15, 16, 17, 18, 19-Jährigen, Mädels und Jungs, an die muss ich ganz oft denken, weil da ist nicht viel mit Disco, da ist nicht viel mit Weggehen. Das ist eine blöde Zeit für die und ich hoffe, dass die gerade diese Zeit bald nachholen können. So, ich hoffe, die Antworten waren mehr oder weniger verständlich. Mir liegt es am Herzen, euch allen eine ganz, ganz gesunde, besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Im engeren Kreise als vielleicht gewohnt und als es die letzten Jahre der Fall war, aber trotzdem mit derselben Liebe, mit derselben Freude und mit demselben Optimismus und mit derselben Zuversicht, dass wir das alle miteinander schaffen, in 2021 einfach eine andere Zeit zu haben. Verabschiede ich mich und wünsche euch alles, alles Gute. Macht's gut. Ciao.